Gut. Einige Gedanken zu unserer Übung. Lasst uns unsere Sanftheit nicht mit Nachlässigkeit verwechseln. Es ist wichtig, dass wir wach bleiben, dass wir ein feines Gespür entwickeln für die Verfassungen des Geistes. Der Geist kann sehr sanft sein, sehr geschmeidig. Er kann sehr expansiv sein und sehr ruhig. Aber er kann auch sehr tückisch sein und trügerisch. Er kann grillenhaft und kapriziös. Etwas kann mit bestem Wohlwollen und guten Absichten beginnen und kippen. Eine Sammlung mag sich in Schläfrigkeit plötzlich verwandeln und ein Meta-Objekt mag sich in einen Gegenstand unseres Begehrens verwandeln. Was eine große Besänftigung und zunehmende Beruhigung des Herzens mag sich als Dickfälligkeit und Distanznahme herausstellen nach einer Weile. Ja? Es ist also wichtig, dass wir nicht pennen und einfach nur friedlich werden. Es ist wichtig, dass wir nicht hier sind, um nette Zustände zu kultivieren. Das ist nicht der Sinn dieser Übung. Es geht nicht darum, dass ihr euch gut fühlt. Ja? Ich mag euch das gönnen, wenn ihr euch gut fühlt, aber das ist nicht der erklärte Zweck dieser Übung, dass es mir gut geht. Ja? Der erklärte Zweck dieser Übung ist, dass ich Dinge tiefer verstehe und mich durch ein tieferes Verständnis frei mache. Nicht, dass ich durch strategisch gut eingesetzt palliative Mittel es hinkriege, dass ich mich wohlfühle, ja, wenn man mich füttert und in Ruhe lässt für ein paar Tage. Das ist nicht der Zweck. Ich bin der Letzte, der die Möglichkeit oder die Notwendigkeit in Abrede stellt, dass wir lernen, uns Wohlgefühle zu verschaffen und lernen, was diesem Geist gut tut, im Sinne des gewitzten Koches aus den Beispielen von letzter Woche. Ja? Ich bin der Letzte, der das in Abrede stellt, aber lasst uns nicht einfach bequem werden. Ja? Wenn es ein bisschen ruhiger wird, kann man schon mal den Fuß vom Gas nehmen und Samsara wird plötzlich überschaubar. Ja? Was wollen wir weiter? Soll ich da noch weiter rumwühlen und diesen Erkenntnisprozess, diesen beschwerlichen Erkenntnisprozess weiter versuchen voranzutreiben in den Stollen meines Berges. Lass mich doch einfach hier zufrieden und glücklich sein. Es ist schön, ich habe mich angestrengt, ich verdiene es. Ja. Das ist nicht die Stimme der Weisheit. Das ist die Stimme Maras, genau genommen. Ja. So redet Mara, so hat Mara zum Buddha geredet. Ja. Noch in der Nacht vor dessen Erleuchtung kommt er und sagt, mein Gott, du hast es schwer. Du hast dich wirklich angestrengt. Nimm's doch ein bisschen ruhiger. Mara klingt manchmal sehr, sehr vernünftig. Er klingt sehr freundschaftlich. Eine richtig pfundige Wärme, die er uns sonst kriegt. Also seid ein bisschen auf der Hut. Das ist nicht immer der gehörnte Boxfüßige, ja, der auftaucht mit Begehren und Abneigung. Manchmal klingt er erstaunlich kumpelhaft. Lasst uns vergewissern, was für Instrumente euch zur Verfügung stehen. Die Instrumente im Umgang mit Gedanken, glaube ich, sind klar. Während das erste dieser Instrumente wichtig ist, nämlich Dinge an mir vorbeiziehen zu lassen, ist es nicht das einzige Instrument. Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten, die haben mit aktivem Eingreifen zu tun in die Prozesse des Geistes. Wenn ihr am Beispiel dieser fünf Mittel zur Stillung von Gedanken euch orientiert, dann seht ihr, dass vier von diesen fünf Mitteln nicht einfach mit Dinge sein lassen zu tun haben, sondern dass wir aktiv etwas tun, dass wir aktiv die Beziehung ändern zum Objekt, dass wir die Perspektive ändern zum Objekt, dass wir aktiv eine bestimmte Haltung einnehmen und eine bestimmte Übung machen. So die reduktionistische Version von Achtsamkeit und Mindfulness, die sagt einfach, ich
ich bin hier und ich mache nichts. Und sobald es sich bewegt, dann beobachte ich es einfach. Ja. Einer meiner Freunde hat das aus der Perspektive des klinischen Psychologen ketzerischerweise so bezeichnet, dass die Sorte von Achtsamkeit, die gelegentlich in klinischer Psychologie zu Markte getragen wird, dass es sich nicht um Achtsamkeit handelt, sondern vielmehr um den nahen Feind von Achtsamkeit, wenn ihr euch an die Feinde erinnert. Ja. Also einige der gängigen Vorstellungen von Mindfulness sind der nahe Feind von Mindfulness. Ich finde das aus dem Munde eines Psychologen ganz schön ketzerisch. Ja. Das könnte aus dem Munde eines gestrengen Theravada-Mönches kommen. Aber nein, das macht es noch wirkungsvoller. Es ist jemand, der sich in der Branche bestens auskennt, der das geprägt hat. Was sind uns sonst für Möglichkeiten gegeben? Ja, wenn der Geist beginnt, still zu werden. Wir haben die Möglichkeit, dass wir nachjustieren. Ja, es gibt verschiedene Sorten von Energie, die erforderlich sind für einen meditativen Prozess. Da gibt es die Sorte von Energie, die sagt, ich muss aus dem Bett raus und ich muss was tun. Ja. Und das kann nicht mit Loslassen und Beobachten geschehen. Ihr müsst die Decke zurückschlagen und aufstehen. Das ist Virya, von der Isis gesprochen hat. Das ist der Eifer, das Bemühen. Das heißt, ich muss in die Puschen kommen. Und diese Sorte von Energie, die ist ganz nützlich zum Anfangen. Das ist Pionierenergie, so aus den Startlöchern Energie. Aber diese Energie, die ist nicht wahnsinnig gut, um den Geist weiter zu sammeln, wenn er schon begonnen hat, ein bisschen ruhig zu werden. Dann braucht es eine andere Energie, etwas Feineres. Ja, eine Energie, die ganz zart abstimmt, wo ist der Akzent jetzt gerade dieser Energie? Ist er auf Haltung, ist er auf Öffnen, ist er auf Zulassen oder ist er auf Verfeinerung, ist er auf Nachjustieren meiner Aufmerksamkeit auf mein Objekt oder den von mir erklärten Übungsgegenstand? Dann gibt es eine Energie, wenn wir mal auf Kurs sind, ja, Cruise Control ist drin und wir nehmen den Fuß weg und alles läuft, dann braucht es nur noch ganz wenig Energie, dass es weiterläuft, wenn es läuft. Ja. Jede grobe willentliche Einwirkung auf unseren Geist ist eine Irritation. Aber dann braucht es eine Art Wachsamkeit, die zusieht, dass wir nicht irgendwie von der Spur geraten. Ja. Dass das Beruhigte nicht plötzlich das Dösige wird, oder dass das Erforschende nicht plötzlich das Denkende wird, oder dass das Stille nicht plötzlich einfach zur Starrheit wird, sondern dass die Wachsamkeit, dass die Sammlung des Geistes vital bleibt, dass sie begabt bleibt mit Aufmerksamkeit und einem umsichtigen Gewahrsein. Manchmal erfordert es Korrektur. Ja, es muss also etwas da sein, das auf Posten ist, das merkt, dass ich jetzt drifte. Wenn wir nur beim Wohlgefühl bleiben, wenn unsere Praxis nur eine Praxis ist, die Wohlgefühl sucht, dann werden wir all das nicht tun. Dann werden wir einfach dorthin gehen, was uns wohl ist und glauben, nur weil es sich gut anfühlt, ist das eine gute Meditation. Das ist aber nicht so. Nicht jedes Ding, das sich gut anfühlt, ist eine gute Meditation. Und Dinge können sich sehr, sehr ungut anfühlen in der Meditation und es ist immer noch eine gute Meditation. Ja, es ist mir also ein Anliegen, euch zu sagen, dass gute Meditation nicht notwendigerweise das ist, was sich gut anfühlt. Erstens mal können wir, wenn es sich nicht gut anfühlt, eine ganze Menge lernen. Ja. Wenn ihr da sitzt und es ist wie ein Ritt auf dem wilden Tiger, weil euer Geist aufgeregt, aufgewühlt ist, weil die Emotionen über euch hineinbrechen und ihr versucht im Sattel zu bleiben, im Körper zu bleiben, bei eurem Atem zu bleiben und ihr schafft es streckenweise gerade mal 3 Atemlängen lang, dann ist das möglicherweise eine sehr gute Meditation, obwohl sie sich kein bisschen gut anfühlt. Ihr könnt jedes Mal, wenn ihr euch dabei ertappt, anderswo als beim Atem zu sein, Vorwürfe machen, dass ihr es nicht schafft. 30 Jahre Meditation und noch immer schaffe ich keine 3 Atemlängen, das wäre so eine inkriminierende Aussage. Aber ihr lernt, während ihr das tut, unter diesen beschwerlichen Bedingungen eine ganze Menge. Ihr lernt Geduld, ihr lernt Demut, ihr lernt zurückzukehren unter schwierigen Umständen, ihr lernt nicht Bilanz zu ziehen und Selbsturteile zu fällen,
Ihr lernt, ohne Ermutigung durch Sammlungserfahrungen dran zu bleiben und an einer Übung, von der ihr einfach wisst, dass sie euch gut tut, tief drin, obwohl sie sich jetzt gerade nicht gut anfühlt. Das sind alles sehr nützliche Sachen. In meinen Büchern unverzichtbare Sachen. Aber nichts davon fühlt sich gut an. Andererseits können wir uns sehr gut fühlen, ohne dass es wahnsinnig sehr viele Verstrickungen löst. Ich habe in meinem eigenen Leben schockiert festgestellt, dass ich sehr high sein konnte, wochenlang, um mich dann nach 3 Tagen Auseinandersetzungen mit ein paar anderen Novizen in der Küche zu balgen wieder. Ja? 3 Tage nach meinen High-Erlebnissen. Einfach weil die Stille nicht eine Stille gewesen ist, die mobil ist. Eine Stille ist, die ich umzumünzen verstand in Erkenntnis oder in eine gelebte Form von Weisheit. Stille ist nur Stille, versteht ihr? Egal wie still es wird, keine Stille wird wirklich frei machen. So unverzichtbar Stille ist, so köstlich sie ist, so mächtig, so heilend sie ist, so beseligend sie sein kann, Stille ist hochgradig konditioniert. Es hängt ab von ganz vielen Umständen. Wenn die Umstände nicht so kontrollierbar sind, dass Stille möglich ist, in eurer Geistesschulung, dann werdet ihr auf die Neigungen und Konditionierungen des Geistes zurückfallen. Wenn eure Stille nicht dazu gedient hat, diese Neigungen tiefer zu erschürfen, aufzuarbeiten, zu verstehen und sie zu lockern, dann wird, nachdem die Konditionen für die Stille wegfallen, wird die Stille wegfallen und ihr werdet mit euren Neigungen und Konditionierungen zurückbleiben. Versteht ihr? Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben die Tendenz hier im Westen in dieser Retreat-Center-Szene den Stille-Aspekt klein zu reden. Es gibt eine 2500 Jahre alte Balgerei über den Stellenwert von Stille und wann man beginnt mit Einsichtsmeditation und welches Verhältnis diese beiden. Das hat schon zu Zeiten des Buddha begonnen und das hat immer noch nicht aufgehört. Ja, ihr werdet da allerlei Meinungen dazu hören. Meine Meinung dazu ist, dass wir wahrscheinlich dazu neigen, den Stille-Aspekt klein zu reden in der Vipassana-Szene oder in der Vipassana-Welt. Einige haben andere abweichende Meinungen dazu. Es gibt, wenn ihr genauer hinhört, einen erstaunlich vielfältigen Chor. Generell, mein Eindruck ist, der Stille-Aspekt wird nicht ernst genug genommen. Unter den Leuten, die den Stille-Aspekt ernst nehmen, wiederum scheint mir, dass die Rolle von Stille und ihre Gefährdung nicht ganz klar ist manchmal. Dass egal wie still es wird, dieses alleine macht nicht frei. Es macht nur temporär gute Gefühle und es macht temporär frei. Aber es erfordert eine aktive Hinwendung und die Bereitschaft, diese Stille einzusetzen, ja, zu riskieren, um an dem zu arbeiten, was nicht still werden wird. An dem zu arbeiten, was sich diese Stille in den Weg legt. An dem zu arbeiten, was uns von tieferer Stille abhält. Das ist eine Aufgabe. Nur diese Aufgabe ist wirklich die Sorte von Anstrengung, die unser Herz auf eine dauerhafte Weise erhält und erweitert und befreit letztlich. Und nicht alles dazu fühlt sich gut an. Die chinesische Tradition redet von den süßen Früchten am bitteren Strauch. Ja. Der Strauch ist dornig und bitter, aber die Früchte, die er hervorbringt, sind süß. Ja. Und wir sind da manchmal etwas zögerlich. Wir wollen Freiheit, aber wir wollen nicht tun, was zur Freiheit führt, wie es ein deutscher Philosoph genannt hat. Ja. Alle wollen das, aber wir wollen nicht tun, was dazu führt. Eines, was wir brauchen, ist eine nüchterne Wachsamkeit dessen, was passiert in unserem Geist. Und zwar in all seinen Schattierungen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, eine ganz interessante Darlegung des Samyutta Nikaya erzählt uns von einer Vorrede, die ist an sich schon interessant. Ja. Ananda, der getreue Ananda und Freund der Nonnen, sucht die Nonnen auf. Und die Nonnen sind sehr zuversichtlich und erzählen ihm,
dass einige unter ihnen sehr gefestigt sind in den Satipatthanas und dass sie ein gewaltiges, allmählich fühlbares Fortschreiten spüren, ja, dass sich Dinge ändern. Mit anderen Worten, sie haben gute Sammlung, es passiert etwas in ihrer Praxis. Und Ananda bekräftigt sie darin, geht zurück, erzählt dem Buddha davon und der Buddha nickend bekräftigt es noch einmal. Und dann kommt eine ganz ungewöhnliche kleine Belehrung im Raster der Satipatthanas und er sagt, es kann sein, dass jemand übt Körperachtsamkeit und dass ihm ob seiner Übung mit Körperachtsamkeit der Geist plötzlich müde wird. Es kann sein, dass er sich unwohl und rastlos zu fühlen beginnt. Es kann sein, dass sich sein Bewusstsein nach außen wendet und sich zerstreut. Es ist beruhigend, das in den Lehrreden zu finden, nicht? Normalerweise steht in den Lehrreden, dass sie einmal kurz zuhören, dass Dinge vergänglich sind, nicht einem selbst gehören und leidhaft, und dann sind sie erleuchtet. Ja, das ist kann sehr entmutigend sein, wenn ihr, und ihr denkt, ich habe schon ein paar Lehrreden gelesen, ja, ich weiß, Dinge sind vergänglich, weshalb bin ich nicht erleuchtet. Ja. Es ist also ermutigend zu lesen, dass Leute dort bei bester Absicht Satipatthana üben und sich ihr Geist plötzlich erschlafft über der Übung oder dass sie Feuer fangen mit irgendeinem Objekt des Begehrens und rastlos und sehnsüchtig und unruhig werden oder dass sie sich zerstreuen, dass der Geist sich zerstreut. Und dann, und das ist das Interessante an dieser kleinen Darlegung, schlägt der Buddha vor, dass man in einem solchen Augenblick von seiner Satipatthana-Übung ablässt und sich etwas sucht, einen Gegenstand. Das Wort im Pali dafür ist Nimitta, und damit ist nicht das Nachbild gemeint, das einer meditativen Vertiefung, sondern einfach etwas, was einem wohl tut, ja, eine Pasadanya Nimitta, eine vorzügliche oder eine liebliche, einen lieblichen Gegenstand, etwas, wobei sich der Geist wohlfühlt und womit er sich beruhigt. Ja. Empfehlenswerterweise vielleicht besser nicht etwas, was euer Begehren induziert, sondern etwas, was den Geist auf eine stille Weise leicht sich wieder einigen lässt. Ja. Und die Erklärung geht dann weiter und er sagt, wenn der Geist auf diese Weise sich etwas gesucht hat, was ihm wohltut, dann entspannt sich der Körper. Ja. Genau genommen geht es noch ein bisschen kompliziert. Er sagt, er freut sich, er fühlt wohl, wenn er wohl fühlt, freut er sich, wenn er sich freut, entspannt sich sein Körper und wenn sich sein Körper entspannt, sammelt sich sein Geist wieder. Ja. Und dann geht es weiter und das heißt, wenn sich sein Geist wieder sammelt, dann versteht er, er hat geleistet, was er ausgezogen ist zu leisten, nämlich er hat seinen Geist wieder sammeln können und er lässt dieses Bild des Wohls oder diesen Gegenstand, bei dem er für kurze Zeit Zuflucht gefunden hat, lässt er beiseite und geht zurück zu den Satipatthanas und fährt fort mit der Satipatthana-Übung. Ja. Und er weiß, der Geist ist nicht mehr äußerlich zerstreut, sondern er ist innerlich gegenwärtig und verfügbar wieder für die Satipatthana-Schulung. Dieses hier, Mönche, nenne ich gerichtete Meditation. Ja. Gerichtet auf dieses Bild, das wir selber gewählt haben. Könnte es sein, dass wir das auch können, ja, wenn davon die Rede ist. Ist das etwas, was ihr erwägt für euch? Gibt es so etwas? Ja. Ihr seid müde und dann hilft euch der Ausblick vom Balkon auf eine laubige Buche. Ja, die Erinnerung an dieses Bild, ganz klar eine Vorstellung. Nicht ein Meditationshindernis jetzt, sondern etwas, von dem ihr wisst, dass es euer Herz erfreut, dass es nicht Begehren hervorruft und dass es euch stiller und zuversichtlicher werden lässt. Vielleicht habt ihr so etwas. Wenn ihr nicht so etwas habt, dann sucht so etwas. Ja, das ist eine explizite Aufforderung. Etwas, was euch inspiriert, etwas, was euer Herz mit Zuversicht erfüllt, etwas, was euch leicht genug vorstellbar ist, dass ihr das machen könnt, wenn der Geist müde ist oder rastlos oder zerstreut. Wichtig ist, dass wir nicht einfach warten. Manchmal
stellt sich so die Idee ein, dass ich, wenn ich lange genug einfach hier sitze, dann wird das schon vorbeigehen. Ja. Gedanken werden vorbeigehen, die Müdigkeit wird vorbeigehen, meine Sehnsucht wird vorbeigehen, meine Stumpfheit wird vorbeigehen, meine Hilflosigkeit wird vorbeigehen. Das stimmt, ja, so. Das stimmt, es geht vorbei. Es dauert einfach manchmal sehr lange, ja. So, oder wie die Berner hier sagen, man gewöhnt sich auch so als Sterben, ja. Das ist nicht der Sinn, ja. Das ist nicht der Sinn, dass wir einfach warten, bis es vorbeigeht. Manche Dinge, wenn man nichts tut, gehen wirklich vorbei. Wenn ihr begehrliche Impulse habt und ihr tut nichts, dann gehen die vorbei. Das habt ihr gut gemacht, ja. Aber Schläfrigkeit geht nicht einfach so vorbei, wenn ihr nichts tut. Da gibt es Dinge, die wir tun sollen. Es gibt Momente, wo wir tätig eingreifen sollen. Bhavana im Sinne des Buddha ist sehr viel aktiver als einfach da sitzen und es beobachten. Ich bin kein Freund der Beobachtung, weil ich glaube, ganz wenige Dinge werden wirklich durch Beobachtung gelöst. Die meisten Dinge werden durch herzensintelligente Teilhabe gelöst. Beobachten ist gut, wenn ihr Wutanfälle habt, wenn ihr Begehrensattacken habt und wenn ihr zweifelt, dann ist Beobachten super. Angst ist auch noch gut. Angst ist auch gut, könnt ihr auch beobachten. Alle die großen flutenden Emotionen, da ist man mit Gewinn in einer Beobachtungsposition. Also sobald einem das gelingt, ist man nicht mehr ganz drin und dann wird die Emotion nicht gefüttert. Aber für alles andere, buchstäblich alles andere, ist Beobachten an sich eine zwar nützliche Fertigkeit, aber nicht wirklich transformierend. Die meisten anderen Sachen, die brauchen Formen der Ergründung, Formen der Bezugnahme, Formen der Umdeutung, ja, ein leichtes Umformen des Objektes, die erfordern eine nicht einfach passive Beobachtungshaltung, wo wir in einen Orbit zu unserem eigenen Leben gehen und dann uns quasi umkreisen, ja, aus sicherer Distanz, nur um zu merken, dass wir die Distanz nicht halten können, wenn das Retreat zu Ende ist und dann sind wir wieder im üblichen Getümmel drin. Es erfordert eine bereitwillige Untersuchung meines Erlebens. Und das ist manchmal etwas, was von uns braucht, dass wir die sichere Position aufgeben, dass wir die Distanz, sogar dass wir die Ruhe ein Stück bereit sind einzusetzen, um Dinge tiefer zu verstehen. Dinge, die noch nicht ruhig sind in unserem Leben. Und die Ergründungsarbeit zu machen, die der Buddha dann unter ungerichteter Meditation aufführt in unserer kleinen Darlegung. Die ungerichtete Meditation ist, wenn wir den Geist von einem Sammlungsaspekt, von etwas, was das Herz stillt und eint und beruhigt und uns Wohlgefühle gibt, dass wir öffnen und schauen, was auftaucht. Und in allem, was hier auftaucht, die Daseinsmerkmale zu erkennen, trachten und in einer fühlenden Teilhabe unser eigenes Erleben tiefer verstehen lernen, ergründen, erforschen, Zusammenhänge nicht nur beobachten, sondern erspüren und unsere Möglichkeit in sie hineinzuwirken zu erspüren, dass wir ganz klar versuchen, das, was wir als heilsam erfahren, zu bestärken. Isis hat gestern die vier Bemühungen angesprochen. Das ist ein aktiver Prozess, das ist nicht ein Beobachtungsprozess. Heilsames, das da ist, zu stärken, hegen, pflegen, ausbilden. Heilsames, das noch nicht da ist, ins Leben zu rufen. Unheilsames, das da ist, zu schwächen und nicht weiter zu füttern. Unheilsames, das noch nicht da ist, zu vermeiden, indem wir da ist, gar nicht hingehen. Das sind aktive Haltungen. Ich möchte also, wenn es ruhiger wird, ist für einige von euch, dass ihr nicht aufhört, tätiger zu sein in dieser Beziehung. Es gibt einen Moment des Horchens und des Lauschens und des in sich hineingehens. Ja, dieser Prozess hat etwas notwendigerweise Empfangendes. Und zugleich gibt es auch die Aufforderung, ganz klare Aufforderung als Geistesentfaltende,
bestimmte Aspekte dort zu bekräftigen, zu korrigieren, wenn es zu schläfrig oder zu dösig oder zu säuselnd wird, wenn es zu diffus bleibt, sich zu fragen, ist es diffus, weil sich da etwas verbirgt, ist es diffus, weil sich da etwas schützt, ist es diffus, weil ich meinen Meditationsprozess nicht genau genug gefasst habe, bin ich zu lasch, ja? Ändert sich etwas, wenn ich meinen Fokus verenge, wenn ich näher rangehe? Der Geist ist nicht ohne Kapricen. Ja, lasst euch nicht täuschen. Seid neugierig. Das ist die Kardinaltugend. Ja. Vor der Achtsamkeit kommt die Neugier. Ohne die Neugierde auf das, was stattfindet, wird die Achtsamkeit nicht folgen. Es braucht dieses respektvolle und zugleich so mit der Unschuld und der Vermessenheit eines Kindes Fragen stellende Horchen, Schauen und hineingehen. Ja. Das Tasten, das denkt an die Sonde, die eindringt in die Wunde, im Bild des Wundarztes, der unseren Mann mit dem Pfeilkopf im Fleisch verarztet. Ja, als Analogie zu Sati, denkt an diese Sonde, an dieses in etwas hineingehen, was dem bloßen Auge verborgen ist, und was es zu ertasten, mit größter Vorsicht, mit größtem Respekt auszuloten gilt. Ja. Gut, lass mich absetzen.